Moin, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 auf der nordfriesischen Marsch Vierfach-Map ohne Gräben. Ja. Achso, Version 1.2, Ausgabe 99, eine Schnapszahl. Wir sind dabei und düngen, sehen und düngen gerade Feld 4. Ich habe jetzt hier keinen Dünger mehr. Wir sind auch dabei, auf Feld 12 noch zu ernten. Ich muss mal sehen, dass ich hier irgendwie gut rankomme. Es ist noch nicht so der Weisheit letzter Schluss, dieser Überladewagen. Weil er einfach viel zu niedrige Höhe hat. Und hier von meinen Geräten, wie ihr seht, negativ beeinflusst wird. So, ich fülle jetzt mal auf. Viel ist da nicht mehr drin im Überladewagen. Aber ich kann zumindest den Traktor nochmal dazu bringen. So, ich kann auch nochmal eben den Schieber wechseln. Dünger. Dann bringen wir nämlich auch gleich mal Dünger rüber noch in die Sämaschine. Schicken den Traktor wieder auf Kurs und füllen dann mal auf, fahren zum Hof zum Auffüllen. Dann kann der Traktor hier alleine in Ruhe das Fenster ganz zu. Wir können wieder in den Traktor gehen. Schon ein geiler Sound, ne? Mal schauen, wo wir denn stehen geblieben waren. Okay. Ich denke mal, dass wir hier auf diesem Kurs irgendwo hängen geblieben sind. Ja, wie ich schon sagte. Und Fahrer einstellen. Steigen wir aus. Ah ja, gut. War vielleicht keine so gute Idee. Ab geht's mal zurück zum Hof. Ein bisschen Saatgut aufsammeln. Einladen. Und von mir aus auch ein bisschen Dünger. Und dann können wir ja nicht mal gucken, ob wir nicht auch noch einen anderen Überladewagen kriegen, weil der hier gefällt mir nun wirklich nicht. Also von der Höhe her. Sonst finde ich das cool, dass ich da Dünger und Saatgut reinkriege. Wobei der Düngerverbrauch ist ja dann doch relativ niedrig. Aber nichtsdestotrotz. Nichtsdestotrotz. Ja, tatsächlich Folge 99. Unglaublich. Unglaublich. Und wir haben 2018. 2017, wo bist du geblieben? Das ging so schnell vorbei. Ist unglaublich. So, was macht denn eigentlich meine Roggenfraktion auf Feld 12? Naja, mal gucken. Mal gucken. Mal gucken, ob der vernünftig abbunkert. Der das schafft. Er scheint auf jeden Fall hinterher zu fahren. So, jetzt ist er voll. Was ruckelt hier? Warum?
Ich will nicht, dass das ruckelt. Ich will nicht, dass das ruckelt. Hoffentlich wird es gleich wieder hell. Ich habe schon extra die Zeit auf 30-fach hochgestellt. Einmal auffüllen, bitte. Na ja, gut, das mit dem Abbunkern funktioniert auf Feld 12, sehe ich links oben im Bild. Jetzt müsste das nur noch funktionieren, dass das mit dem Abladen auch klappt. Am Eierhof. Aber vielleicht ist das ja hier jetzt auch so. Ich hatte ja vorher beim Kompostmaster das Phänomen, dass ich einen Kurs eingefahren habe, um Stroh da rückwärts selber reinzubringen mit einem Einachsanhänger. Und das funktionierte nicht. Dann habe ich das Spiel beendet, wieder neu gestartet, weil ich eine neue Aufnahmesession gemacht habe. Und auf einmal funktionierte derselbe Kurs, den ich nicht verändert habe, tadellos. So, wir müssen unbedingt uns auch hier darum kümmern, dass hier die Produktion von Saatgut und von Dünger läuft. Das müssen wir unbedingt machen. Das könnte ich eigentlich gleich mal probieren. Ja, jetzt steht er mit 99% beladen da, oder was? Das ist ja wohl auch albern auf Feld 7. Feld 12. Egal. Das ist die Frage, ob ich denn jetzt überhaupt... jetzt überhaupt noch zu Feld 4 fahre. Aber wenn ich jetzt nicht hinfahre, dann habe ich da nicht genug Saat. Gut, wenn ich jetzt hinfahre, dann reicht das, was ich da habe. Befürchte ich, aber hey, egal. Egal, egal. Das war vielleicht etwas schnell. Bremsen sind auch nicht wirklich toll. Muss ich mal sagen. Aber naja, wenn ich hinten 10 Tonnen dran habe, die schieben, dann soll das wohl so sein. Ja. Da stehen wir erstmal. Ja, doch, das war richtig, mal hier noch herzukommen. So, Feld 12. Einsteigen. Naja, toll. Der ist jetzt voll mit 100% Rong. Ich lag jetzt hier nur 1% ein und fahre dann ab, oder was? Das ist ja mal ganz großes Kino. Aber was mich dann eben interessiert, ob der dann gleich vernünftig ablädt. Alleine. Oder ist er ja auch schon wiedergekommen? Oder hat er 1% abgeladen? Na los, dann fahr. Ich bleib mal hier an Bord. Guck mir das mal an. Ich kann da notfalls noch von Hand eingreifen.
Aber wir wollen ja auch die Eierproduktion in Gang kriegen. Los, nun fahr. Komm, komm, das schaffst du. Du bist schon groß. Ja, vielleicht hätte ich das Abfahren hier auch mit einem Auflieger machen sollen. Also mit zwei. Weil da passt ja auch nicht viel mehr rein. Ja, doch. Hier passen 47.000 rein, in die Auflieger passen 75.000 rein. Macht schon Sinn. Aber ich hab's nicht. Na los, sieh zu. Ich will doch nur gucken, ob das geht. Voll am Schlingern. Unglaublich. Ja. Einmal da runter. Nee, umkippen. Und schon mal alles vorbereiten. Für den manuellen Eingriff. Ich verstehe es nicht. Normalerweise fährt er über solche Abladetrigger und fängt an, von alleine abzuladen. Warum macht er das hier nicht? Warum? Ja, hat er nicht gemacht. Schade. Ich habe jetzt manuell eingegriffen, angehalten. Lade hier jetzt mal ab, dass sie ein bisschen was zu futtern kriegen. Und das ganze Stroh, was wir hier produzieren, auf dem Feld dann später, das werden wir natürlich auch hierher bringen zum Hühnerhof. Und zum Hühnerhugo sozusagen. Ja, der fährt jetzt noch eine Ehrenrunde. Das ist soweit auch okay. So, hier ist davon auszugehen, ja, Wasser ist voll. Alles schön, alles gut. Dann können wir nämlich hier auch den Kurs löschen. Zuckerfabrik habe ich auch schon ewig nicht mehr geguckt. Ja, hier ist gleich wieder kein Hopfen mehr drin. Muss ich gleich wieder auftanken. Ja, was ich jetzt noch eben machen will, ich will noch eben die Bäckerei mit Wasser versorgen. Aber ich weiß gar nicht mehr, muss die überhaupt noch? Braucht die noch Wasser? Ja, ne? Das Logo ist übrigens falsch rum. Da wollte ich auch gar nicht draufklicken. Da wollte ich draufklicken. Ich weiß gar nicht, ob hier überhaupt noch Wasser. Ja, das ist noch fast voll, aber egal. Fahren wir mal. Kann ja nicht schaden, ne?
So, es wird langsam wieder hell. Mal die Zeit wieder ein bisschen zurückdrehen. Und uns hier mal weiter steppen. So, und unser Eins. Ich werde jetzt einfach mal ein bisschen. Wie machen wir das denn? Ich damit? Ein Glas? Ja, nee, damit ist ein Ladewagen. Damit will ich sowieso nichts. Fahren wir den erstmal wieder weg. Kann ja nicht schaden. Und dann gucken wir gleich mal. Was mache ich denn da? Das sieht ja gar nicht so schlecht aus. Mal hier den Anhänger und gucken, ob wir damit Mist transportieren können. Was ja hoffentlich geht. Aber ich bin mir eben nicht sicher. Bevor ich jetzt mit dem Radlader da 5000 Mal hin und her fahre, fahre ich ja lieber nur einmal hier mit dem da. Ah ja, und dann holen wir uns dann gleich noch das Fass und sehen zu, dass wir damit noch ein bisschen Gülle dahin kriegen. Die Gülle sollten wir auch lang und schmutzig haben. Ich dachte gerade, der Misthaufen wäre auf einmal leer. Wisst ihr, ob das geht? Die Dinger mit dem. So. Ich muss Xerion schon wieder auffüllen. Wohl zum letzten Mal, hoffe ich. Und ja, wisst ihr, ob man die Anhänger da, die ich da gerade hatte, ob ich die mit Förderband, mit Mist befüllen kann? Ich würde jetzt da erst einmal ausprobieren, ob das geht, die so zu befüllen, also überhaupt mit Mist zu befüllen. So, du musst mal weg hier. Blödes Display. So, einmal voll machen bitte. Also der Weisheit letzter Schluss ist das noch nicht. Ne? War jetzt auch doof von mir, dass ich den Dünger aufgefüllt habe. Aber ich will den ja vielleicht dann doch bald verkaufen. Also einmal dicht machen bitte. Wohin bin ich denn schon gekommen? Ich muss mal eben mir den Kurs hier einblenden. Achso, okay.
ist es. Ist ein bisschen schwierig zu sehen. Aber es geht. So. Was wollte ich machen? Achso, ich wollte den beladen. Ich frage, ob ich da überhaupt rankomme. Zum Einkippen. Ich will erstmal wissen, ob ich da überhaupt ein Pst reintun kann. Ja, kann ich. Das ist ja schön. Dann wäre jetzt die Frage: Geht das auch mit Förderband? Und wenn ja, dann kaufe ich mir erstmal jetzt eins. Kartoffelerde, Ernte. Nee, will ich nicht. Ja, dann. Kaufen wir uns doch mal so ein Förderband. Und kaufen wir uns auch noch so eins. So. Ja, einsteigen. Ist ja schön, dass man da einsteigen kann. Auch wenn das jetzt grottenlangsam ist, dann ist das eben so. Wie war das? Die kann ich aneinander hängen oder was, ne? Und sonst machen wir Follow-Me-Mod. Wenn das vielleicht nicht so gedacht ist. Und wenn das hier auch ewig dauert. Aber besser als gar nichts, würde ich sagen. Geht ja gar nicht so langsam. So. Okay, das geht nicht. Ja. Aber mit dem mal eben die Förderbänder holen. Das muss ja gehen, oder? Kann ich die auch so zusammen holen oder muss ich die in einzeln holen? Egal, es wird auf jeden Fall alles schneller sein. Als das, was ich jetzt gerade probiere.
Kann den nicht anhängen. Wieso kann ich den denn nicht anhängen? Ach, was ist das denn für eine Scheiße? Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, aber... ist doch Bullshit. Muss ich da jetzt mit meinem Pickup kommen, oder was? Das gibt's doch gar nicht. Das nervt mich ja jetzt. Naja gut. Oh, 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 wir überziehen. Ja, liebe Zuschauer, draußen an den Empfangsgeräten. Nein, Quatsch. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir ein Like, hinterlasst mir einen Kommentar, abonniert mich und ja, es würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder einschaltet und mir wieder zuguckt. In diesem Sinne sage ich dann mal Ciao.